Kapitel 8. Ein Meer an Versprechen. Mal gespannt, wie lange es dauert, bis wir da ankommen. So. Hallöchen. Das Meer ist so ruhig. Nur wir und der Hori. Schlafen hat so gut getan. Kräuter und Salben. Cool. Hugo haben sie geholfen. Ich hoffe, er fühlt sich besser. Na? Hübsches Bett. Unser Kapitän hat guten Geschmack. Jo. Räucherwerk. Das riecht so gut. Ja. Guter Geruch auf dem Schiff ist wichtig, ne? Weil wenn man da ständig dann. Das Mittelmeer. Lacuna müsste hier irgendwo sein. Mhm. Hier? Oder vielleicht da? Oder vielleicht dort? Oder vielleicht. Keine Ahnung. Ketten? Ringe? Sophia ist ja mächtig elegant. Ja. Auf ihre Art und Weise, sagen wir so. Aber es ist schon. Schon echt geil gemacht. Da, Türchen. Hey. Wow, super gesprächig. Es muss toll sein, ein Boot zu steuern. Man kann alle Sorgen vergessen. Komm schon, steuer du. Oh. Los, du wirst schon nirgendwo gegensegeln. Oh. Aber weiß nicht. Sie hatte aber eine mächtig lange Stange in der Hand. Und? Unbeschreiblich. Der Ruf der See, die Freiheit. Dankeschön. Ja. Für all das hier. Danke, Arno. Ich bin eigentlich nicht nett. Oh. Er ist unmöglich, ich weiß. Es gibt Gründe dafür, Wunden. Soll ihn nicht entschuldigen, Amicia, aber... Amicia! Oh, die Pflicht ruft. Verzeihung. Kein Problem. Danke. Amicia, komm! Guck doch, da ist was, oder? Ja. Das sieht doch gut aus. Das ist sie! Lacuna! Das ging aber echt einfach und schnell, ne? Praktisch. Es ist genau wie in meinen Träumen. Dankeschön. Was dort auch ist, wir werden es finden, ja? Inselabenteurer. Ja! Weißt du, sollte ich sterben, macht das nichts. Was? Wovon redest du bitte? Der Magister Vaudor sagte mir, ich würde sterben. Nein, Hugo, vergiss das ganz schnell. Das wird nicht passieren. Bist du traurig? Wir tun alles, was wir können. Ich freue mich, hier zu sein. Das Boot ist der Wahnsinn und ich mag Sophia. Und Arno, den du nicht leiden kannst. Entschuldigt. Ich störe nicht gern, doch wir bereiten uns vor, um an Land zu gehen. Ihr könnt helfen. Also, kommt einfach, wenn ihr soweit seid. Ja, klar. Alles klar. Ich freue mich, hier bei dir zu sein. Na dann. Aber werden wir hier auf dem Schiff noch irgendwas finden, was wir unbedingt brauchen? Wie zum Beispiel da unten? Vielleicht kriegen wir da endlich mal dieses Material. Sie hat hier unten wirklich tolle Schätze. Naja, interessiert mich eigentlich nicht. Hauptsache ist Loot dabei. Sie muss viel herumgekommen sein. Und jetzt verschachert sie das Zeug vermutlich illegal. Ja, irgendwie muss man ja seinen Lebensunterhalt verdienen, ne? Bücher, die sind selten. Ja, zur damaligen Zeit auf jeden Fall. Oh ja, die gehört Arno. Ich habe sein Schnarchen sogar noch im Sturm gehört.
Okay. Gibt's hier noch irgendwas? Könnten wir vielleicht zufällig vielleicht ein bisschen Loot abgeben. Das wäre eigentlich ganz geil. Aber ihr wollt mir nichts geben, merke ich schon. So. Ei, ei. Das Shit könntest du mal ausdeuten, Kollege. Hat das Feuer also überlebt? Ja, er hält mehr aus als das. Er hat Spanien und das Burgund überlebt. Ebenso Guyenne. Wenn auch nur knapp. Dort hat er versagt? Ja. Das einzige Mal, dass er nicht geschützt hat. Dich? Nein. Jemanden unter dem gleichen Wappen wie ich. Oh, verstehe. Eine Erinnerung zum Vergessen. Manche Erinnerungen bleiben für immer, Mädchen. Ich weiß, was du meinst. Hey, ihr zwei! Das Segel zieht nach Backbord! Helft mir mal! Sie sind auf der anderen Seite. Ich lass meins ein bisschen locker. Verstanden! Jupp. Ja. Ich gehe auf Steuerbord. Hallo? Wo muss ich hin da? Geht klar! So. Das ist so toll! Gott, bei mir ist alles gut! I'm a little pirate. Gut gemacht! Ja, bin ja schon dabei, mein Gott. Darf ich jetzt weitermachen, oder? Schauen wir mal an Land. Schauen wir mal, was da für schöne Sachen auf uns warten. Und natürlich auch sorry. Aber überwiegend erstmal Loot. Und hoffentlich nicht so viele Feinde. Starker Tritt. Wuhu! Bereit zum Entern! Tag! Werdet ihr soweit? Dann kommt! Ich zuerst! Ich bleibe. Ich repariere eine Kleinigkeit und komme nach. Gut. Wir sehen uns um, solange es noch hell ist, und finden einen Unterschlupf. Klingt gut. Übrigens, hier gilt das Gesetz des Grafen. Seid nett. Ja? Mhm. Sind wir. Sind immer nett. Voll nett. Wir sind richtig nett. Wir sind herzensgute Menschen. Die vielleicht den einen oder anderen Stein werfen. Aber wir sind herzensgut. Willkommen auf Lacuna. Dies ist für dich, mein Kind. Deine Anwesenheit ehrt uns sehr. Danke. Wir haben wohl einen neuen König. Guter König Hugo. Ganz genau. Du musst wissen, dass in den hellen Tagen alle Kinder Könige sind. Wie der Sohn der Glutasche, der fürsorglich über unsere Insel wacht. Deine Anwesenheit ist ein Segen. Du bist die Zukunft. Genau wie er. Denn er wird uns nämlich alle von der Dunkelheit erlösen. Bitte genießt die Festlichkeiten. Okay. Danke. Auf Wiedersehen. Also, so kann's weitergehen, oder? Was die Kirche wohl dazu sagen würde. Scheiß auf die Sie Kirche. Sie sind wohl erfolgreich. Betet für unseren Erfolg. Nun kommt, Eure Majestät. Okay. Also, praktischerweise, jedes Mal, wenn wir irgendwo ankommen, ist ein Fest. Traum, Amicia. Das ist der schönste Ort, den ich je gesehen habe. Ja, ist sehr hübsch hier. Aber jetzt müssen wir finden, was dich hierher gerufen hat. Richtig. Willkommen! Diese Straße führt zum Markt. Es gibt dort viel zu sehen. Okay. Dann schnell hin, los! Ja, ja. Erstmal umgucken. Ganz ruhig. Müssen wir noch mehr ausladen? Später. Ich bin erledigt. Ich auch. Oh, ich auch. Diesmal ist so viel los. Sind wir da durch? Nein, natürlich nicht. Wir kommen nicht an der netten Dame vorbei. Wahrscheinlich doch etwas zu viel Hindernis hintern.
Okay, da kommen wir wahrscheinlich auch nicht durch. Nein, das Seil, das ist einfach zu hoch. Da kommen wir nicht drüber. Wir können unseren Fuß nicht heben. Nein, aktuell, ja, gut. Den einen Fuß kann ich wirklich nicht richtig heben, aber... Man muss das Spiel jetzt mir nicht sagen. Ich habe von diesem Traum gehört und, naja, ich würde gerne helfen, aber dazu muss ich wissen, wonach ihr sucht. Na gut, also es ist ein bisschen seltsam, aber erzähl du, Hugo. Ja, in meinem Traum bin ich am Strand aufgewacht. Ich war krank und hatte große Angst. Aber dann bin ich einem großen Vogel gefolgt. Ich dachte, ich sterbe. Der Vogel hat mir Wasser gezeigt, das mich gesund gemacht hat. Und da war ein großer Baum. Und dann wache ich immer auf. Gut. Also, Vogel, Baum und Wasser. Könnte überall sein, aber wohl besser als nichts. Wir können auf dem Markt fragen. Los! Er hat vergessen zu sagen, wir waren am Strand. Wir haben uns durch eine Felsspalte oder irgendwas ähnliches gezwängt, die sehr durchwachsen war mit Wurzeln. Oh, das ist toll! Ja? So viele Farben und Parfums. Amicia, fragen wir die Leute nach meinem Traum? Erzähl nicht, dass es ein Traum ist. Und frag nicht zu viele Leute. Man weiß ja nie. Ja, ich frage mal. Hallo, mein Herr. Guten Tag. Was kann ich für dich tun? Brauchst du Gewürze? Später vielleicht. Wir haben von einem Teich gehört, der Leute heilen kann. Wisst ihr, wo der ist? Keine Ahnung. Aber während der hellen Tage kann man sich auf viele Arten segnen lassen. Ah, gut zu wissen. Gibt es auf der Insel einen großen Vogel? Wir haben einige hier und da. Vielleicht siehst du sie ja. Gut, danke für eure Hilfe. Gern geschehen. Ich glaube, einen Vogel habe ich gerade gesehen. Aber vielleicht Vögel. Ja. Direkt aus dem Garten unserer Mutter. Direkt aus dem Garten unserer Mutter, okay. Bestaunt meine Blumen. Perfekt für die Festlichkeit. Ah, das sind schon wieder Soldaten. Aber die sollten noch nicht von uns gehört haben, theoretisch. So. Saftiger Schweinebraten. Ja, ich habe eigentlich gerade schon ein bisschen Hunger. Helle Stoffe. Perfektes Gewand für die hellen Tage. Ja. Alles klar. Dann fragen wir uns mal durch. Okay. Gute Arbeit mit den Dekorationen. Die Zeremonie. Und wir brauchen noch Leute, die uns bei den Vogelreitungen für das abendliche Festmahl helfen. Na klar, klar. Immer. So, dich darf ich da fragen. Okay. Guten Tag. Hallo. Wir sind neu hier und haben von einem Strand gehört. Mit einem Teich. Ganz in der Nähe. Sehr speziell. Fällt euch was ein? Tut mir leid. Kenne ich nicht. Ich auch nicht. Da ist auch ein großer Baum. Tja, davon haben wir viele. Oben auf dem Plateau wachsen einige. Trotzdem danke. Natürlich. Okay. Warum wissen die nicht? Träume sind Geschichten der Seele, Winzling. Nicht von dieser Welt. Wir fragen weiter. Ja. Ich denke mal, wir müssen jemand Älteres fragen, nicht die Jüngeren. So vom Gefühl her. Ach Gott. Die Schnelles Laufen, sehr schön. Sind eingetroffen. Die Festlichkeiten werden gleich beginnen. Kommt! Komm, ich kann's kaum erwarten. Oh, Amicia, können wir auch dahin? Klar, klingt nett. Wir gucken uns halt mal um. Was ist mit den Soldaten des Grafen hier? Ja. Die sehen ziemlich entspannt aus. Anderer Hauptmann, andere Männer, anderes Land. Kein Grund zur Sorge. Gut. Ich hoffe, jetzt? Es gibt einen Drachenmann. Den würde ich auch gerne sehen. Ein Drachenmann wäre ganz cool, ja. Mit euch darf ich also nicht reden. Das war nicht in meinem Traum. Aber es ist toll hier. Es ist alles so traumhaft, ja. Insel kann nette kleine Oasen sein, aber sie sind zerbrechlich. Oh, nicht so trübselig. Ja, aber er hat recht. Gesang! Sie sind da, die fangen sicher gleich an. Bitte, bleib im Rhythmus, Lucy. Keine Improvisation, ja? Ich singe für den Sohn der Glutasche und er braucht Energie. Aber nicht so viel. Also schön, aufgepasst, bald geht's los. Los, schneller!
Ja. Das ist ja aber grandios, ob Sie das übertreffen können? Na ja, Sie haben monatelang geübt. Ich hoffe, Sie kommen wieder über den Hauptplatz. Das ist der beste Teil. Wer ist denn der Sohn der Glutasche? Offenbar eine örtliche Gottheit. Mhm. Auf dem Festland wird Saint-Jean gefeiert, die Sommersonnenwende. Okay. Es geht also um Fruchtbarkeit und Wohlstand. Kann er zaubern? Er ist ein Gott, ein Heidengott. Ein friedlicher? Ja. Er kann warme Luft zum Stinken bringen wahrscheinlich, genauso wie ich. Okay, da dürfen wir auch nicht rein. Da kommen wir wahrscheinlich auch nicht runter, ne? Nein. Wir sind zu breit und die können nicht aus dem Weg gehen. Das geht nicht. Oh, Tänzer! Amicia! Tänzer! Ja. Das sehe ich. Kannst du diesen Tanzer nur? Sehe ich so aus? Man weiß ja nie. Ich will dich tanzen sehen. Du bist 30 Jahre zu spät, Kleiner. Dann stelle ich's mir vor. Oh Gott. Der Marsch der Hingabe hat begonnen. Die Prozession kommt. Schnell, Amicia. Ja. Gesegnet sei der Sohn der Glutasche. Ich bin doch auf dem Weg. Hallo. Hallo. Es geht los. Jetzt. Möchtet ihr sie vielleicht mit Blumen segnen? Natürlich. Einfach auf sie werfen? Genau. Also so, preiset den Sohn. Ja, genau. Warte, ich segne auch die Tänzer. Hugo, ihr seid alle gesegnet. Oh je. Fertig. Vielen Dank. Tut mir leid. Ach, muss es nicht. Er ist seinem Herzen gefolgt. Jetzt sind sie viele Jahre lang gesegnet. Ah, ja, klar. Folgen wir der Parade. Klar. Okay. Stiften wir woanders ein bisschen Chaos. Ich finde Segnen toll. Sie sind da oben. Schnell, schnell. Ganz ruhig. Wir holen sie schon ein. Ja, ja, wir sind doch schon unterwegs. Mein Gott, ey. So. Schau mal, man sieht unser Boot. Ich wünschte, Sophia wäre hier. Sie kommt sicher. Für ein Bier ist sie immer zu haben. Komm, okay. Sonst verpassen wir die Sänger. Okay. Ich bin ja schon unterwegs. Mein Gott, ey. Diese Hektik. Ich bin das eh kein Loot. Gesegnet sei die Mutter! Die Mutter wird gesegnet gleich sprechen! Gesegnet sei die Mutter! Siehst du die vielen Leute? Was ist hier los? Wir sind doch schon unterwegs. Wir wollen es ja selber rausfinden. Wo ist sie? Sie sollte längst hier sein. Verzeiht, mein Herr. Nun gut. Ja. Ihr alle kennt mich. Ich bin kein Mann großer Worte. Emilie, eure Priesterin, wird bald hier sein. Sie wird die hellen Tage mit wunderbaren Worten eröffnen. Mit den Worten einer Mutter. Der Mutter des Sohnes der Glutasche. Jener Sohn, was? Der dieses heilige Land vor Komm. Verseuchten Ratten und Krieg bewahrt. Vor Ratten? Nein, halt! Was tust du da? Weil es der Graf ist, Amicia. Unsere Abmachung. Ruf deine Ratten. Warte, was? Das war die Abmachung? Du hast mich also gerettet, damit er den Grafen für dich tötet? Ihr habt überlebt. Das hat seinen Preis. Nein. Man darf ein Kind nicht so für sich ausnutzen und das dann eine Abmachung nennen, Anno. Wir sind seinetwegen hier. Du wirst das nicht ruinieren. Scheiß drauf, ich brauche euch nicht. Nein! Anno! Ich wusste es. Diesmal werde ich treffen. Der Kerl gehört mir! Holt das Mädchen! Nein! Na, war klar. Das ist nicht unser Kampf, lauf! Was ist denn das jetzt für ein Sound? Schnapp sie! Das Mädchen! Lauf, Hugo! Aber Anno! Zur Hölle mit ihm! Halt! Okay. Was ist hier los? Halt! Bin schon weg. Nein, nein! Hey, ihr da! Hier lang! So. Da ist ein Fenster. Mach zu.
Meine Güte. Ich hätte es kommen sehen müssen. Der Braten hat geschoben. Deshalb kann man anderen nicht trauen, Hugo. Nichts bleibt für uns gut. Alles wird immer schlecht. Immer. Warum? Wir gehen zurück. Es ist zu spät. Nein. Die Dinge sind nicht immer gut, aber wir können das ändern. Wie? So wie wir es immer tun. Wir kämpfen. Wir halten Anno auf, bevor Schlimmeres geschieht. Wir retten deinen Traum. Ja, klar. Wir müssen zurück, und zwar möglichst diskret. Möglichst diskret. Diskret ist mein zweiter Vorname. Ich bin so diskret, ne? Das glaubt mir keiner, so diskret bin ich. Wenn Anno tot ist oder den Grafen getötet hat? Dann sehen wir weiter. Denk dran. Wir schaffen das? Zur Hölle, ja. Sie flucht aber echt viel dafür, dass sie so auf Gott zählt und die Kirche. So halbwegs zumindest. Oh, ganz zufällig, ganz viele rote Blumen, die uns den Weg weisen. Wir sind in einem Stall, hier muss doch was sein. Ja, ja, kriegen wir schon. Eine Workbench ist hier. Ich würde ja gerne upgraden, aber ich kann noch nicht. Mir fehlt noch eine Sache. Die Tür, dahinter müsste doch der Platz sein. Nur dazu soll ich mal ein Werkzeug? Nein. Verschlossen, war klar. Ja. Guck mal, da oben. Wir könnten einfach drüber steigen. Viel zu hoch. Wir müssen irgendwo draufklettern. Ja. So. Genau. Ich kann ihn da durchschicken. Pass bloß auf. Ich weiß. Keine Angst. Bin schon dabei. Hugo? Na komm, Kleiner, mach die Tür auf. Hier, schieb den Karren zurecht. Rüber erst mit dir. Mal da schauen. Was gibt's da noch Schönes? Salpeter. Na los. Mit Werkzeugen sind sie echt gerade langsam richtig sparsam. Die geben fast nichts her. Warum hat Anno den Grafen eigentlich angegriffen? Er hat gesagt, dass der Graf sein Schild kaputt gemacht hat. Ah. Okay. Komm, hoch mit dir. Kletter hoch. Ja. Kletter hoch, Bösewicht. Gut. Jetzt Vorsicht. Vorsicht, weil Nachsicht, weil Durchsicht oder was? Ah, das sieht gut aus. Ich hätte endlich mal Werkzeug. Ja, danke schön. So. Wie, das ist jetzt... Das sollte die Sache erleichtern. Mhm. Jetzt brauchen wir nämlich kein Werkzeug mehr, sondern können das da machen. Das ist super. Die Schleuder verbessern. Armbrust. Wird für den Wurf um der Armbrust ein weicheres Metall... deutlich schneller nachladen. Aber wir brauchen Alchemie. Viel besser. Und wir brauchen das ist praktisch. Das ist sehr gut. Das brauchen wir auf jeden Fall. Ein weiterer Ring an ihrem Gürtel und zusätzlichen Topf. Ja, praktisch, aber noch mehr alchemistische Zutaten. Mehr Hüllen an ihren Gürteln. Das ist natürlich auch praktisch.
Ach komm. Gönnen wir uns. Jetzt ist es wurscht. Jetzt können wir nämlich einfach so upgraden. Wir brauchen nur diese kleinen Materialsplitter. Werkzeuge sind jetzt Nebensache. Und das ist super. Schnell! Der Graf wird angegriffen! Geh, ich halte auch schon nach den anderen. Komm, wir folgen ihm. Okay. Okay. Hab ich euch! Nein, nein! Beeil dich! Runter! Die anderen sind weg, aber mein Vogel ist so gut wie drei Männer. Ein Falke, abgerichtet, um zu töten. Ach, praktisch. Er ist zu schnell. Der würde mich erwischen. Wir müssen den Falken ablenken. Ich versuche ihn wegzulocken. Wenn er angreift, suchen wir uns die nächste Deckung. Okay. Mach dich bereit. Ich weiß, wo ihr seid. Ihr entkommt mir nicht. Auf Sicht und Geräusche, bleibe so oft wie möglich in Deckung und lenke ihn mit deinen Werkzeugen und Objekten in deiner Umgebung ab. Okay, wie soll ich ihn ablenken? Okay. Bleibe so oft wie es geht in Deckung und lenke ihn mit deinen Werkzeugen ab. Komm jetzt! Okay. Okay, womit kann ich ihn ablenken? Töte sie! Bring mir ihre Augen! Los, los, los! Oh, ihr wollt auf sie! Mhm. Töte! Er ist so schnell. Ein Fehler und wir sind dran. Ja, das stimmt. Irgendwann macht ihr einen Fehler. Mit Sicherheit. Mhm. Okay. So. Angriff! Wie soll ich da jetzt durchkommen, ohne dass er... Schnapp du machst zu viel Lärm. Schnell! Komm schon, los! Töte sie! Amicia! Ach komm, genau in dem Moment kommt er. Muss ich jetzt die ganze Scheiße nochmal machen? Bitte nicht. Echt jetzt? Echt jetzt? Ich kann ihn nicht abschießen. Auf sie! Der Vogel ist böse. Ja. Bleib er ist nicht bei mir, dann wird alles ach, guck gut. Mal. Angriff! Los, los, los! Oh, ihr wollt los! Schnell! Irgendwann macht ihr einen Fehler. Töte sie!
Komm schon, los! Okay. So, und jetzt? In dem Karren kann ich mich wahrscheinlich nicht verstecken. So. Okay, dann... Flieg! Los, schnapp sie dir, du lausiger Spat! Bring mir hier raus! Amicia! Ja, ja. Was soll ich denn... Wie soll ich die denn da durchbringen? Sollen wir erstmal den ganzen Käse nochmal machen? Das ist das Schlimmste. Der Vogel ist böse. Aber los jetzt, in Deckung. Ach, endlich lasst ihr euch blicken. Angriff! So. Auf sie! Los, los, los! Oh, ihr wollt schnell! Er ist so schnell. Ein Fehler und wir sind... Drüben. Okay. Feuerwehr, Jan. Hallo. Grüße dich. Irgendwann macht ihr einen Fehler. Ja, irgendwann. Irgendwann. Herz, Jan. Hallo. Oh, du bist auf die scheiß Feuerding geflogen. Gibt's nicht. Das darf nicht der Vogel aus meinem Traum sein. Ist er nicht? Wir finden das. Warum nutzt eigentlich jeder den Werbemanager? Oh, ist ein neuer Abschnitt. Nice. Tut mir leid. Aber ich muss mir irgendwie mein Zeug finanzieren. Und. Ja. Zusammen. Schnapp sie dir, du lausiger Spat! Töte! Ich hab's auf dem anderen Weg probiert, aber wenn wir die Einnahmen abbrechen, ist es natürlich schwierig. Angriff! Auf sie! Ich okay. Weiß, dass ihr hier seid. Ja, ja. Schnell! Los! Es dauert zu lang. Ah, Mistvieh! Warum hört er nicht auf? Töte sie! Na los! Da! Ja, so. Geh weg! Kusch, kusch! Okay. Haben wir es geschafft? Nice. Du bist gestorben. Ja, Panda, grüße dich. Sorry. Guten Morgen. Oh, das war knapp. Aber geschafft. Der Vogel war schlimm. Und wo ist Anno verflucht? Ich hatte wirklich versucht, ich habe auch mit der Community geredet, bezüglich Werbung. Habe das mal einen Monat beobachtet und ja. Hör mal, das sind Schwerter. Ja, wir haben ausgemacht, dass ich die Werbungen quasi deaktiviere und nur in meinen regulären Pausen Werbung setze. Ja, aber gut. Ach schon, okay. Ja, trotzdem. Ich meine, irgendwie muss ich das Ganze leider irgendwie finanzieren, ne? Sie sind hier, der Graf lebt noch. Kannst du ihn aufhalten? Halt's Maul! Ich mach dich kalt, wie deine Männer! Du stirbst doch sowieso! Und wofür? Vergangen! Was sollen wir tun? Ja. Verräterin! Die Schuld trägst du selbst! Das ist seine Armee? Ein Mädchen und ein Junge? Nein, warte! Victor, halt! Emily? Oh, nice. Inwiefern nice? Verliere nicht die Beherrschung. Sie half. Sie sind keine Gefahr. Natürlich. Positiv oder nicht? Ich töte deine Schampe, Graf. Ich zeig dir, wie es ist, etwas zu verlieren. Du warst schon immer ein Schandfleck für die Ritterschaft. Und eine verdammte Nervensäge. Geht es dir gut? Sperrt ihn weg. Ich kümmere mich später. Sieh gleich los. Woher kennt ihr dieses Biest? Wir teilten ein Boot und lernten uns dort kennen. Aber ich wusste nicht, dass er hinter euch her war, mein Herr. Also, wenn ihr keine Banditen Gein, ja. seid, wer seid ihr? Amicia. Und das ist mein Bruder Hugo.
Er fürchtet sich. Keine Angst, bitte. Du warst niemals in Gefahr, Kleiner. In diesen Tagen feiern wir das Leben und den Frieden. Würdet ihr beim Abendessen unsere Gäste sein? Seid ihr sicher? Ich meine... Natürlich. Emily hat recht. Nehmt es als Dank für eure Hilfe. Kommt mit uns. Werbung ist natürlich jetzt kein Vergleich zu einem Sub oder sonst irgendwas. Das ist klar. Aber es ist auf die Menge gesehen trotzdem etwas, was ja die Kosten des Streaming irgendwie unterstützt. Hugo, komm. Nun, wie gefällt euch unsere Terrasse? Ist das wirklich euer Haus? Unser Zuhause. Es ist unglaublich. Kommt, ja. Kommt rein. Ich darf nicht in die Richtung. Ach komm. Das nervt, dass du dich nicht umgucken darfst. Ich darf auch nicht schnell laufen. Der Weg ist quasi vorgegeben. Das ist eine unsichtbare Wand. Das ist ein bisschen schade an dem Spiel. Dass diese... Also du hast diese optische offene Welt, aber irgendwie hast du so ein Zwang, so ein Traktorstrahl, der dich in die Richtung drückt, ne? In die du gehen darfst. Test ist negativ. Alles klar, das ist doch schon mal gut. Das ist doch schon mal gut. Jo, danke schön für deinen Lurk. Ich wünsche dir eine gute Besserung. Das ist ein kleiner Teil des Palasts. Oh, hättet ihr gerne ein paar Datteln, bevor wir euch euer Zimmer zeigen? Datteln? Was ist das? Eine Frucht, Hugo. Darf ich? Na komm. Gute Besserung auf jeden Fall. Hugo, langsam bitte. Ja. Ich weiß, dass hier alles sehr förmlich wirkt. Aber bitte, hier bin ich nicht euer Gnaden. Ich bin die Mutter. Seid ganz ehrlich. Ein bisschen bin ich noch da, ja. In den hellen Tagen sind alle Einwohner von Lacuna eins. Vereint um den Sohn der Glutasche. Mhm. Und? Lecker! Okay. Ein bon vivant. Vorsicht, die sind gehaltvoll. Und? Was hatten die für einen epileptischen Anfall da hinten? Wir sind vor dem Krieg und der Pest geflohen und suchen ein besseres Leben. Wir hatten von dieser Insel gehört. Ihr seid hier genau richtig. Gehen wir weiter. Ihr seid sicher müde nach diesem... Abenteuer. Das ist großartig. Ja. Ich weiß. Abenteuer ist nett gesagt. Unser Zimmer. Agnes, richte bitte ein Zimmer für zwei her. Natürlich, Mutter. Wer ist ein Kind? Ist ihre Mama? Nein, nur symbolisch. Und das sind unsere Gärten. Mein Lieblingsort. Herrlich. Endlich. Die Becken sind gesäubert. Ja, sind sie nicht hübsch? Gott, ihr kackert ja die ganze Zeit. Wer sein Kind Agnes nicht, ne? Der hasst es wirklich, weil wenn Agnes Akne hat, ist er Doppelakne. Also, wie kann man sein Kind bitte so nennen? Okay, da darf ich wieder nicht hin. Ich darf mich hier nicht umgucken, das nervt. Sprinten ist auch nicht. Und hier sind lauter kleine Feuer. Was das nur heißt. Ihr seid ganz schön jung für so eine Reise. Wo sind eure Eltern? Mama ist irgendwo, aber Papa wurde getötet. Von wem? Wie? Hugo, Victor, nicht so militärisch. Du kennst mich ja. Komm zu mir, Hugo. Ja. Siehst du diese Pflanzen? Die meisten sind nicht von hier, aber wir konnten sie trotzdem großziehen. Und sie sehen toll aus. Dank viel Liebe und Pflege. Wir sind genau wie die Pflanzen, weißt du? Wir trinken Wasser. Und wir brauchen guten Boden, Liebe und Pflege. Das Land steht euch offen, wenn ihr hier wachsen wollt. Aber das entscheidet die große Schwester, oder, Amicia? Vielen Dank. Das waren nette und wahre Worte. Ich möchte euch noch etwas zeigen. Ja. Victor? Natürlich, komm, Hugo. Dieses Land ist stark. Der Sohn der Glutasche haucht ihm Leben ein. Mhm. Wir schufen ihm zu Ehren die hellen Tage, in der Hoffnung, dass er wie prophezeit zu uns zurückkehrt. Zu uns? Zu Mutter und Vater? Und zum Volk.
Wir beten nicht zu ihm als Gott, zu unserem tief schlafenden Kind. Wir lieben und ehren ihn, um okay. sein Feuer zu erneuern. Ist halt ein altbayerischer Name. Ja, aber trotzdem. Ja, wenn Agnes Akne hat, ne? Das ist... Amicia, nein. Auf dem Stein, das ist mein Vogel. Moment, wollt ihr mit mir beten? Auf welche Art ist euch beliebt? Sicher. Hugo? Ich bete zum Vogel. Na dann. Eine kleine Flamme, doch hell in der Nacht. Auf, dass er als Sonne, als Sohn erwacht. 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 Danke. Herzlichen Dank. Wollen wir gehen? Verzeihung, Mutter. Dürften wir für Vater beten? Natürlich. Hugo? Ja. Ich verstehe, natürlich. Ich warte auf euch. Kommt, wenn ihr bereit seid. Lieber Vater, Hugo, ist das wirklich dein Vogel? Sieh genau hin. Oh, ja, ich kann es fühlen. Derselbe Schnabel und ich weiß es einfach. Gut, sehr gut. Gehen wir wieder zu ihm und erzähl hier niemandem was davon, ja? Das ist unser Geheimnis. Ich weiß. Mhm. Das heißt, er ist dieser Sohn, der zurückkommt. Nee, worauf ich hinaus will. Es gibt halt manche ist Namen, die sind... Bereit? Ja. Ach Gott. Die neuen Roben sind herrlich. Es wird perfekt. Ja, Verzeihung. Ja, ganz sehr viel. Es gibt Namen, die sind halt in vielen Situationen irgendwie unpässlich. Und wenn du dein Kind dann in diesen Namen gibst, wo du dann weißt, dass es irgendwann vielleicht unpässlich sein könnte, diesen Namen zu haben. Oder Nachnamen. Ja, wir nehmen hier zum Beispiel den Nachnamen Fick und so weiter. Gibt's ja. Wer kommt auf diese Scheiße? Ist das nur, um die Leute zu ärgern? Oder wollen die einfach heraustreten? Oh. Wollen wir? Gerne. Wir... Heutzutage nicht mehr vorteilhaft. Dass ihr dem Sohn so bereitwillig gehuldigt habt. Jedes Kind ist die Zukunft unserer Welt. Heutzutage nicht mehr vorteilhaft. Ein Kind kann alles verändern. Das ist überaus wahr. Mit genug Namen, die leider... Ich kann mir nicht vorstellen, dass damals auch diese Namen irgendwie in irgendeiner Form vorteilhaft waren. Das kann mir keiner erzählen. Moment. So. Ja, es gibt auch Orte, die so heißen. Wir sind da. Bitte sehr. Das können wir nicht annehmen. Unsinn. Ihr seid unsere Gäste. Ein köstliches Abendessen wartet. Ein Abendessen, Amicia. Ja. Und wir besorgen euch neue Kleider. Anscheinend war eure Reise lang. Ja, geringfügig. Werdet ihr Anno töten? Hugo. Er kommt vor Gericht. Wie alle, die Böses tun. Und er tat dies oft. Aber du kannst als Zeugin für ihn aussagen, wenn du das möchtest. Doch nun genug davon. Hm? Kommt etwas zur Ruhe. Und morgen könnt ihr gern Lacuna erkunden. Die hellen Tage sind die beste Zeit dafür. Danke. Dankeschön. Meine Gräfin. Was ist eigentlich die hellen Tage? Scheint da die Sonne mehr oder ist sonst auf der Insel nur Regen und so britisch? Wisst ihr was? Auf den Betten kann man hüpfen. Ja! Ja, kann man richtig gut hüpfen, so weich wie die sind. Hast du ja gesehen. Er springt auf und